Kannst du wiederholen? Wir reden davon, dass wir im Dritten Weltkrieg sind. Es geht für Russland um seine Existenz. Der Westen will Russland zerschlagen. Das wird offen gesagt. Das Stichwort ist Dekolonisierung. Die werde googeln. Wird offen gesagt von amerikanischen Thinktanks, von polnischen und baltischen Politikern, wird offen gesagt, sie wollen Russland zerschlagen. Das ist das Ziel. Das heißt, Russland kämpft um sein Überleben. Aber wenn sie Auf zu der einem anderen Seite kämpft aber auch der Westen um sein Überleben. Friedensvertrag kommen, dann müsste Ja, das doch auch bekommen wir. Teil der Verhandlungen sein, Ja, aber das Problem ist, es gibt, wird keine geben. Weil der Westen kämpft auch um sein Überleben. Thomas, es gibt einen anderen Schwerpunkt, der auch gerade anfängt, irgendwie zu brodeln, nämlich dass Weißrussland meldet, dass an der weißrussisch-ukrainischen Grenze Truppen Verbände zusammengezogen werden und dass auch von ukrainischer Seite der Luftraum innerhalb von Weißrussland mit Drohnen verletzt wird. Kannst du dir denn überhaupt vorstellen, dass von ukrainischer Seite da irgendetwas in Richtung Offensive kommt? Weil die sind doch an dem gesamten Frontverlauf dermaßen beschäftigt und mit den höchsten Sterberaten jemals auch in diesem Krieg. Was soll denn da jetzt in Weißrussland passieren? Na gut, das kann einerseits geopolitisch sein. Also es ist ja so, dass auch die NATO fliegt ja so viele Aufklärungsflüge an der weißrussischen Grenze wie nie. Und die Polen, also die NATO zieht ja auch Truppen zusammen an der weißrussischen Grenze. Ne? Gibt es ja jetzt plötzlich Stützpunkte der Amis und so. Also die NATO möchte Weißrussland gerne von Russland wegbrechen. Militärisch? Wie soll Sagen wir das mal gehen? mit militärischer Unterstützung. Das Szenario, das in Weißrussland ernsthaft diskutiert wird, wovor gewarnt wird, ist, Putsch. dass irgendwelche radikalen Gruppen, von denen es ja nun genug gibt, die in Polen ausgebildet sind, dass davon Leute in Weißrussland einsickern. Es werden immer wieder Waffenlager im Wald gefunden, so, ne, Gladio-mäßig. Dass die in irgendeiner Stadt, in irgendeiner Provinzstadt in Weißrussland plötzlich, weiß ich, mit 500 oder 1000 Mann die Stadt stürmen, die Polizei wegschießen, den Bürgermeister stürzen, den Gouverneur stürzen und sagen, wir sind jetzt die neue demokratische weißrussische Regierung. Der Westen erkennt die an. Und unterstützt sie. Und wenn der Westen Angst hat vor dem Krieg, kann die Ukraine sagen, wir unterstützen euch und reinlaufen. Dann war es wieder nicht die NATO, verstehen Sie? Also das heißt, das ist schon, da ist Gefahrpotenzial da. Wobei man also ganz klar davon ausgehen muss, der Lukaschenko wird sich nicht wegducken und Putin wird da auch nicht zugucken. Also, aber gut, dann haben sie noch einen Krieg in Weißrussland, der auch Russland ja Aber wenn bedrohen. jetzt da eine Stadt mit 500 bis 1000 Kämpfern wirklich mal eingenommen werden würde, dann kommt Herr Iskander mit seiner Familie vorbei Ja, und. dann hast du ja das Problem. Dann, wenn du da jetzt wirklich hart vorgehst, dann hast du eine ganze Stadt voll Zivilisten, wo eben nur Frieden war, die gar nicht wissen, was los ist, und dann hast du ganz viele Tote. Das wird wiederum in der weißrussischen Öffentlichkeit nicht ankommen. Also das heißt, da müsstest du, wenn du das schnell lösen willst, hättest du viele zivile Tote. Wenn du es lange lösen willst, hast du Häuserkämpfe. Also Und in jedem. eventuell ein Momentum, das dann die Stimmung So, dann irgendwie. du hast unschöne Bilder. Du hast unschöne Bilder. Wo der Westen dann gleich wieder, ne, und das brutale Vorgehen, das sind doch so demokratische Idealisten, die da rumlaufen, da kann man nicht auf die schießen. Ja, ne, wie die Weißhelme, alles demokratische Idealisten. Also das Szenario, ist nicht unrealistisch, und damit die NATO nicht direkt rein kann, kann man natürlich die Ukraine vorschicken. Von welchem Truppenaufgebot sprechen wir denn hier von Seiten der Die Meldungen Ukraine? sind verschieden, aber es gibt auch Meldungen, dass zum Beispiel die ganzen westlichen Waffensysteme auch da auch zusammengezogen werden, unter anderem zur Ausbildung. Nach dem Motto, nee, die stehen da rum, die kann man genauso gut als Drohgebärde mal nach Weißrussland zielen lassen. Aber sie kommen in die Ukraine und die Bedienungsmannschaften werden da mit den Dingern dann nochmal bekannt gemacht. Also, wie gesagt, ich weiß nicht genau über die Zahlen, aber die Meldungen, ich habe darum irgendwann mal einen Artikel jetzt geschrieben, weil die Meldung gab es schon immer und ich wollte es irgendwann mal berichtet haben. Also, da ist irgendwas. Ich überlege gerade, was ein Tag X wäre, wo es strategisch sinnvoll wäre, Was diese, stehen doch immer wieder Wahlen an, da weiß man nicht. wenn irgendwo innen- oder außenpolitisch ganz wichtige Themen Ja, es stehen wieder anstehen. Wahlen an. Weißrussland hat irgendwann demnächst wieder Wahlen. Die letzten Wahlen waren 2020. So war wieder Zeit. Nächstes Jahr, keine Ahnung. Lukaschenko wird da mit einem wachsamen Auge drauf gucken. Das Attentat auf ihn oder respektive seinen Sohn ist noch nicht so lange her. Da gab es doch diesen Putschversuch. Ist es 2 oder 3 Jahre her jetzt? Das war 21. Schon wieder 3 Jahre, Hm? ja. Gibt es von Seiten der Russen Bestrebungen, russische Verbände auf der weißrussischen Seite Es sind ja, soweit ich weiß, russische Verbände in Weißrussland, die sind ja verbündet, sind ja sogar formell ein Unionsstaat, also sogar sehen sich teilweise als ein Staat in bestimmten Themen.
Die haben riesige Programme, also die vereinheitlichen ihre Steuergesetzgebung, Zoll, alles Mögliche. Und in Weißrussland stehen jetzt russische Atomwaffen. Die werden da nicht stehen ohne russische Soldaten. Die Amerikaner stellen ihre Atomwaffen ja auch nicht ohne amerikanische Soldaten in Deutschland hin. Also muss man mal abwarten. Also, um das Themengebiet Ukraine mal abzuschließen, es sieht so aus, wie wenn der Westen unter Führung der USA weiterhin permanent versucht, Russland und deren Verbündete zu ärgern, zu triezen, zu Aktionen anzustacheln, die das Ganze weiter eskalieren lassen. Am ganzen russischen Rand. Bei Weißrussland versuchen sie ständig. Ukraine hat es geklappt. Armenien haben wir gehabt heute. Ne? Eigentlich ein urpro-russisches Gebiet. Weil die Armenier, ne, da gibt es ja diese Geschichte Völkermord oder nicht, Erster Weltkrieg, Osmanisches Reich. Und die Russen haben sie damals gerettet. Die Russen haben sie ins Land gelassen. Haben, ne? So, das ist, eigentlich sind Armenier pro-Russen. So, wurden auch schon sehr den Kopf gewaschen. Georgien hatte nie einen Grund, antirussisch zu sein. Ja, der größte sowjetische Führer, Stalin, war Georgier. Ja, also Georgien hat in Russland einen Ruf, sind Christen genauso wie die Russen. Die Russen fahren bis heute dahin in Urlaub. Trotzdem, auch da läuft natürlich antirussische Propaganda. Und diese ganze, ne, was in Bulgarien haben wir dem ausländischen Gesetz gerade, mit dem Gesetz ausländischer Agenten. Auch da, weiter, Kasachstan. Ganz spannendes Land. Eigentlich formell ziemlich enger russischer Verbündeter. Andererseits sind dabei alle amerikanischen NGOs und Biolabore und weiß ich was unterwegs. Also rund um Russland rum haben die Amerikaner ihre Finger drin. Und natürlich versuchen sie da weiter zu zündeln, Russland wieder mit irgendeinem Konflikt zu schwächen. Das kannst du die Uhr nachstellen. Das heißt, aus dem amerikanischen Geheimdienstapparat sind tausende Menschen damit beschäftigt, sich den ganzen Tag irgendwie zu überlegen, wie können wir denen ans Bein pinkeln. Ja. Gibt ja genug, was haben wir, das Rentpapier von 2019, da stand ja alles drin. Müsste jetzt wahrscheinlich irgendwann mal eine neue Version geben, langsam ist eigentlich alles umgesetzt. Ja. Erstaunlich, dass sich Russland trotzdem so gut hält noch. Also bei dem ganzen Gegenwind muss ich schon sagen, dass es erstaunlich ist, welche Position Russland einnimmt, wie wirtschaftlich das Land dasteht und welche Rolle es auch jetzt in der Welt spielt. Für viele ist Russland, habe ich vorhin aufgeschnappt, eben ja jetzt nicht der Hort des Friedens und der Freiheit. Das ist jetzt zu hoch gegriffen, aber als verlässlicher Partner wird Russland angesehen, als strategische Alternative. Es bilden sich neue Allianzen und bei BRICS und bei der wie heißt es, OSZ? SOZ, Shanghaier Organisation Zusammenarbeit, SOZ, SOZ. genau, da ist Russland mit in einer führenden Rolle. In Afrika wird die Rolle von Russland neu definiert. Also insgesamt ändert sich der Blick des Südens auf die Russische Föderation. Vor allem die Rolle von Putin wird außerhalb des Westens komplett anders wahrgenommen. Ja? Wenn man sieht, der Roger Köppel hat doch von der Weltwoche ein Interview mit Orban gemacht auf dem Rückweg von, oder ich glaube, auf dem Weg von A nach B, war, glaube ich, von Von Moskau Moskau zurück nach nach Budapest. Moskau-Peking waren die doch unterwegs gleich. Ja, aber da gab es gerade das Interview, was du meinst, aus dem Flugzeug. Das war, wenn ich das richtig sehe, weil ich glaube, der ist nach Peking nicht mitgeflogen. Wurscht, auf jeden Fall, Köppel hat ihn gefragt, Moskau-Budapest, nach dem Treffen mit Putin. Köppel fragt, wie ist Putin? Und er sagt, messerscharf, knallharter Verhandler, aber eingeschaltet, ruhig, rational, kein Berserker, kein emotional getriebener Mensch, sondern angetrieben von seiner Vision als Staatschef, da das ganze Schiff mehr oder weniger am Laufen zu halten. Ein Text, der so in den westlichen Medien so nie kommt, ja. Ja, aber das ist ja das, was ich immer sage. Ich kenne ja auch Leute, die mit Putin zu tun hatten. Also das war früher noch im Business. Da waren ja die ganzen Bauprojekte, weil was Olympiade und was der alles, die ganzen Flughäfen, die sie gebaut hatten. Russland ist heute voll mit Autobahnen, wo früher löchrige Landstraßen waren. In Russland wurde ja irre gebaut. Und früher waren da deutsche Firmen und so hochtief und so. Also irgendwann mal vor, ne, 10 Jahren. Die haben ja in Petersburg auch, was ich, die Stadtautobahn, die ganze Dammbrücke gebaut über den finnischen Meerbusen. Stadion und was da alles war. So, und da kannte ich Leute. Und da waren Leute dabei, die auch schon mal bei Treffen mit Putin waren. Weil Putin meine Finger drauf gehalten hat, dass die Dinger auch fertig werden und alles. Und die sagten, das Problem ist, wenn du ein Treffen mit Putin hast, also genau das, was Erdogan, was Orban jetzt sagt. Die sagten, das Problem ist, Treffen mit Putin ist sauschwer. Der weiß alles. Der liest sich ein. Wenn du westliche Politiker sah, irgendwelche Scheiß erzählen kannst, warum Stuttgart 21 wieder nicht fertig wird, die kommen ja in die Sitzung, haben keine Ahnung. Den kannst du jeden Mist erzählen. Haben die mir wirklich so erzählt, ne? Manager von Hochtief.
Hier. Bei Putin geht das nicht. Der kommt informiert, der hat Ahnung. Wenn der ist, ne, hat Orban ja auch gesagt, du musst dich auf ein Treffen mit Putin super vorbereiten. Also Putin ist ein Aktenfresser, der wirklich, der weiß, den kannst du nicht irgendwie Mist erzählen. Der kommt immer vorbereitet. Habe ich also schon oft gehört. Wie gesagt, damals von Leuten, die vor 10, 15 Jahren mal Meetings hatten, wo Putin am Tisch saß. Jetzt hat Orban das im Flugzeug erzählt und ich interviewe ja, ich habe ja auch Kontakt und mache immer wieder Interviews mit dem Rogozin, mit dem ehemaligen Roskosmos-Chef, der ja außerdem jetzt Senator ist, der früher stellvertretender Ministerpräsident war, russischer NATO-Botschafter in Brüssel und was der alles war, der ja Putin auch schon seit 20 Jahren kennt. Und der sagt auch, also Gespräche mit Putin, das ist immer sehr, da musst du, ne, da kannst du nicht kalt vorbereitet kommen. Wird in der russischen Geschichte Putin einmal als ein Segen für das Land dastehen? Wenn die Geschichte objektiv geschrieben wird, ja, aber die Sieger schreiben die Geschichte, warten wir es ab. Aber Putin, wenn man ganz objektiv sieht, ob man ihn jetzt mag oder nicht, aber wenn man ganz objektiv sieht, wo Putin war, wo Russland war, als er gekommen ist an die Macht und wo es jetzt ist, wirtschaftlich, Infrastruktur und interpolitisches Ansehen, wie gesagt, ich bin selbst ich, der ich hier wohne, bin immer wieder schockiert, wenn ich nach 5 Jahren mal wieder irgendwo in der Provinzstadt komme, wo ich war mal irgendwann. Da ist alles, es ist renoviert, es ist unglaublich viel gebaut wird. Wie gesagt, was die an Autobahnen aus dem Netz gezaubert haben, das ist unfassbar. Und in einer Geschwindigkeit. Also das wird sicher so sein, dass wenn man es objektiv sieht, was Putin für Russland getan hat, wird er einer von den Großen. Die Geschichte wird feststellen. Lass uns thematisch ein bisschen weiterschwenken, aber wir sind natürlich trotzdem noch bei dem Gesamtthema Konflikt Westen gegen Russland. Es gibt Bewegungen in Bezug auf Einfrierung der russischen Vermögenswerte. Der Westen möchte ja quasi insgesamt 300 Milliarden russische Vermögenswerte beschlagnahmen. Momentan wird auch schon damit Geld gemacht. Also die Verzinsung wird der Ukraine schon zur Verfügung gestellt. Jetzt möchte man die 300 Milliarden komplett einsacken. Jetzt hat aber Saudi-Arabien plötzlich seinen Hut in den Ring geworfen und hat gesagt, Moment. Wenn ihr das macht, dann werden wir unsere Anleihen, die wir in Euro haben, werden wir dann auf den Markt werfen, was natürlich nicht so ideal ist für die Märkte. Bedeutet also, Ukraine droht, Saudi-Arabien droht. Es ist zwar kein riesiger Betrag wie jetzt die 300 Milliarden auf Seiten der Russen, aber trotzdem, das könnte Schule machen und andere Länder vielleicht auch zu diesen Maßnahmen verleiten. Denkst du, dass diese Drohgebärde von Saudi-Arabien da beim Westen irgendwie wahrgenommen wird oder sagen Ja, die? nee, die nicht wahrgenommen, die hat funktioniert. Das ist ja nicht neu. Das ist ja die Geschichte, die jetzt um die es geht. Das hat Bloomberg berichtet und das ist schon Wochen oder Monate her. Das geht um die Zeit, als im Westen diskutiert wurde, konfiszieren wir die russischen Vermögen oder benutzen wir nur die Zinsen, die Gewinne. Die wollten ja wirklich alles konfiszieren. Und da gab es ja viele Diskussionen, also gerade in Wirtschaftszeitungen, das war natürlich nicht Mainstream gewesen, ne? Also nicht Tagesschau und Spiegel, das war eher so Wirtschaftszeitungen, Wirtschaftsportale. Auch die ganzen westlichen Handelsblätter, wie sie heißen. Aber der Punkt ist, die Amerikaner und die Briten wollten, dass die Europäer das Geld nehmen, was sicher ja in Europa. Und die Europäer, da gab es viele, die es nicht wollten. Wahrscheinlich unter anderem auch Deutschland, Frankreich. Weil die Gefahr ist ja, dass dann der Euro als sichere Währung weltweit entwertet wird. Ja, wenn die jetzt 300 Milliarden Einlagen klauen, dann kannst du dir überlegen, wie lange das dauert, bis Länder wie Saudi-Arabien oder auch, was ich, die ganzen afrikanischen Staaten und wer da alles ist, seine Reserven aus dem Euro und aus europäischen Banken zurückzieht. Weil sie Angst haben müssen, dass sie morgen der Nächste sind. Wenn man so ein Fass der Pan so eine Büchse der Pandora aufmacht, ne, wer weiß denn, wer der Nächste ist. So, die Diskussion gab es auch in den Medien. Und jetzt hat Bloomberg berichtet, dass in der Zeit Saudi-Arabien den Europäern mitgeteilt hat, ja, ihr könnt das ja machen. Aber dann ziehen wir unser Geld ab. Ja, und wir reden da auch von 130, 140 Milliarden. Das ist jetzt zwar nicht, nicht die, der Abzug wäre nicht tödlich, aber das Signal für die Finanzmärkte, dass ein einzelnes Land so große Einlagen aus Europa rauszieht, hätte Folgewirkungen gehabt. So, und Bloomberg sagt eben, Saudi-Arabien hat, als diese Sache diskutiert wurde, gesagt, könnt ihr alles machen, das ist euer Ding, aber wir ziehen unser Geld ab, wenn ihr es macht. Und das war wohl auch einer der Gründe, warum dann die Europäer am Ende gesagt haben, wir machen es nicht. Weil sie eben, ne, wussten, es ist nicht nur eine theoretische Möglichkeit, sondern es wird passieren. Das ist die Meldung. Okay.
Also es war nicht so, dass es jetzt ganz aktuell gerade eben passiert ist, sondern es ist länger her und hat funktioniert. Hat eine Wirkung gehabt. Okay. Sagt Bloomberg, ich kann es nicht sagen, aber ich habe den Artikel übersetzt, könnt ihr selbst nachlesen. Werden die Russen irgendwann wieder Verfügbarkeit haben über diese 300 Milliarden? Nö, das ist weg. Auch in einer Nachkriegsordnung, selbst wenn die sich jetzt Ja, nein, irgendwie. das ist weg. Musst sehen, guck mal. Erstmal wird es ja im Grunde ausgegeben. Ne? Also die Zinsen werden schon mal jetzt weggehauen. Und eine Nachkriegsordnung würde ja heißen, was ich, wenn du jetzt davon ausgehen, wir haben morgen eine Verhandlungslösung. Was passiert bei einer Verhandlungslösung? Da wird der Westen nicht sagen, oh, April, April. Der Westen wird seine Sanktionen gegen Russland nicht aufheben und sie werden das Geld nicht freigeben. Weil, nochmal, ich kann es nur wiederholen, wir reden davon, dass wir im Dritten Weltkrieg sind. Es geht für Russland um seine Existenz. Der Westen will Russland zerschlagen, das wird offen gesagt. Ne? Das Stichwort ist Dekolonisierung. Könnt ihr gerne googeln. Wird offen gesagt von amerikanischen Thinktanks, von polnischen und baltischen Politikern, wird offen gesagt, sie wollen Russland zerschlagen. Das ist das Ziel. Das heißt, Russland kämpft um sein Überleben. Aber wenn sie Auf zu der einem anderen Seite kämpft aber auch der Westen um sein Überleben. Friedensvertrag kommen, dann müsste Ja, das da doch auch kommen wir. Teil der Verhandlungen sein, ja. Ja, aber das Problem ist, wird keine geben. Weil der Westen kämpft auch um sein Überleben. Das westliche System, wir wissen es nun, ist seit 500 Jahren auf Ausbeutung ausgelegt. Die gesamte westliche Geschichte der letzten 500 Jahre ist, wir holen aus den Kolonien Gold und Tabak und weiß ich was, rauben das da im Grunde ab, verarbeiten es in Europa und verkaufen es dann für viel Geld. So, später wurde das dann noch Öl und was nicht alles und Uran, aber das westliche System lebt davon, den Rest der Welt auszubeuten. Von da billig Rohstoffe zu holen, bei sich zu veredeln und dann daraus Geld zu machen. Das finden die Länder aber nicht gut. Wir sehen es doch in Afrika, was da passiert. Die Länder finden das nicht gut. Und jetzt zeigt Russland, man kann sich dagegen wehren. Warum ist denn die Schlange an der Eintrittskarte zur BRICS so lang? Weil die Länder das nicht mehr mitmachen wollen. Wenn Russland, also wenn es jetzt einen Kompromissfrieden gibt, in dem der Westen Sanktionen aufhebt und so weiter, sagt der Westen im Klartext, ich kann euch nichts mehr. Dann fällt ganz Afrika von der Stange. Dann ist das vorbei mit billigem Benzin. Da ist es vorbei mit Öl und Gas, mit Uran für Afrika, für Frankreich. Für 80% des Stroms in Frankreich sind Uran. Kam bisher aus Niger für nix, Abluden Ei. Vorbei, Niger, dicht gemacht. Ja, vorbei. Also auch der Westen kämpft ums Überleben, weil wenn der Westen einknickt, ist sein System hin. Dann macht die Welt nicht mehr mit. Dann kriegt er den Scheiß nicht mehr billig. Das sind ja Und jetzt deshalb aber. wird es keine Nachkriegsordnung geben auf Kompromiss. Eine von beiden Seiten wird fallen müssen. Das ist wie im Ersten Weltkrieg, wo es nicht darum ging, 2016 zu sagen, komm, wir machen Frieden, gab zu viele Tote. Sondern es ging darum, eine Seite muss fallen. So, auch im Zweiten Weltkrieg, jetzt Hitler hin oder her, auch im Zweiten Weltkrieg ging es nicht darum, lass uns über Frieden reden, es gibt zu viele Tote. Eine Seite muss fallen. Vorher hat der Erste und der Zweite Weltkrieg nicht aufgehört. Und das gilt auch für heute. Es wird nicht enden, bis eine Seite fällt. Gewöhnt euch alle endlich an die Gedanken. Hört auf zu reden, dass man morgen verhandelt. Ist vorbei. Es ist der Dritte Weltkrieg. Sie haben Angst vor Atomwaffen. Deshalb gehen keine NATO-Soldaten rein. Aber alles außer eigenen Soldaten macht der Westen gegen Russland. Und er wird nicht aufhören. Der NATO-Gipfel hat es gerade gezeigt. Also von Heißt der aber Fantasterei, morgen ist Friedensverhandlung. Vergiss es. auch alles, was Orban angestrebt hat oder vielleicht Erdogan oder wer auch immer in Zukunft dann in die Waagschale wirft, Erdogan hat euch riesen Dankschreiben gekriegt von der NATO und der EU dafür. wird letztendlich eine Luftnummer sein, weil vom Westen aus niemals irgendeiner diesen ganzen Bestimmungen oder Vereinbarungen zustimmen wird. Die können nicht anders, wie entweder Russland verliert oder sie selber sind kaputt. Ja, es ist für beide Seiten geht es um alles. Das Bedeutet muss für man mich jetzt verstehen. aber auch, dass die Anzahl unserer Tacheles-Sendungen dann doch überschaubar sein wird, weil nämlich Russland nicht verlieren wird. Und ich vermute dann, dass der Westen eher abkackt, ja. Lass mal fantasieren. Russland verliert nicht. Ja, dann wird Tacheles bei der ARD laufen. Ist doch schön. Ach so. Aber wahrscheinlich wird es zwischendurch eine Sendepause geben, weil wir irgendwo dazwischen zensiert werden. Du kannst ja dann als Programmdirektor in Hamburg, kannst du ja dann Ich einen bin doch Job nicht bekloppt und übernehmen. mache Programmdirektor. Ich habe keinen Bock mehr auf so einen Lohnsklavenjob. Aber Ja, bevor es alle denken, wir wären Quatschen vor größenwahnsinnig, Kamera mache ich gerne. lass uns ernst bleiben. Also, du hältst es für ausgeschlossen, dass irgendeine Art von Verhandlungslösung kommt, weil jede Seite nur zu ver verlieren könnte. Aber Ja, Russland. also es kann sein, dass man sich über die Ukraine in irgendeiner Form irgendwann einigt, weil die Ukraine natürlich irgendwann kaputt ist.
Aber wie gesagt, dann hast du noch Armenien, Georgien, Kasachstan, das wird weitergehen. Der Weißt du es Kampf, dann? Russland in einzelne Kolonien zu zerschlagen, wird so lange weitergehen, solange der Westen diese Macht oder diese Machtfülle noch hat. Also konkret nicht der Westen, die USA. Es ist ja nicht so, dass die Europäer eigene Interessen hätten dabei. Die Europäer verlieren dabei. Die Europäer ordnen sich unter und gehen für die Interessen der USA vor die Hunde. Wenn die Europäer eigene Interessen hätten, würden sie sagen, Russland ist scheiße. Aber jemand scheiße zu finden, heißt nicht, sich selbst aufzuhängen. So, das heißt, solange die Europäer unter der Fuchtel der Amis stehen, ist das Ding gelaufen. Also letztendlich ist die Sache, entweder befreien sich die Europäer von den Amis und die Amis verlieren die Macht über Europa, dann geht's, oder Russland wird zerkloppt. Es ist eins von beiden. Also es gibt keine Verhandlung. Gab es im Ersten Weltkrieg nicht und im Zweiten nicht. Ich habe vorhin gerade ein Statement von Trump gelesen, der gesagt hat, sobald er gewählt ist, noch bevor er im Januar dann ins Amt kommt, wird er sofort anfangen, den Konflikt zu beenden. Das mag er ernst meinen, aber was der Deep State in Amerika kann, haben wir in der ersten Amtszeit von Trump gesehen. Einfach Trump konnte nicht. von dem, was er wollte, nichts umsetzen. Ja. So. Und dann ist die zweite Frage, wie gesagt, die Frage ist ja, Ukraine ist überschaubar, irgendwann ist da Schluss, die Ukraine ist leer. Aber denkst du Ja, nicht, dass die. Trump aus den Fehlern vom ersten Mal gelernt hat, dass der beim nächsten Amtsantritt erstmal Tabula rasa macht, also hier alles glattziehen und das Personal austauschen wird? Trump hat offensichtlich einen Stab eingerichtet, der im Falle der Machtübernahme von Trump, also seiner Wahl, 60.000 Beamtenstellen in Washington austauschen kann. Die Und machen da Namenslisten. der Steve Bannon hat schon ein paar Listen, hat er gesagt. Ja, der ist jetzt Naja, gerade im da gibt Knast. es einen konkreten Stab, die wollen tatsächlich richtig tief in die Struktur rein und austauschen, nur das muss auch erstmal alles klappen. Also Head of Auf CIA, FBI, Nicht hätte, Pentagon. ist ein Scheiß. Du kannst ja den Chef austauschen, dann wird der Chef von den Abteilungsleitern falsch informiert. Du musst runter bis in die Unterabteilungsleiter. Du musst alles weghauen. Das ist ja das Problem, was Trump hatte. Er war Präsident, er hat Anweisungen gegeben und die wurden nicht umgesetzt. Er hatte seine Leute oben als Minister drin, aber unten der Apparat hat gesagt, nö. Dann bürokratische Schwierigkeiten, die Entscheidungsträger melden sich krank, da kannst du dann machen, was du Ich willst. weiß noch, wir haben schon mal drüber gesprochen. Da ging es darum, ja, ich möchte die Truppen abziehen. Nö, hat Pentagon. Syrien. Ja, Syrien, ja. Pentagon hat gesagt, nö, wir machen das. Genau. Ist nicht. Du bist zwar der Präsident Oberbefehlshaber, aber nö. Aber du bist ja nur Ja? 4 Jahre da, wir sind permanent hier. Ja, Ja, genau. Da Permanent bist du Washington, eine. es wird auch als Permanent Washington bezeichnet. Ja, also das Washington, das regierungsübergreifend permanent da ist. Ja, natürlich. Also, aber darum, also, wie gesagt, also Trump wird da nicht viel ändern können, weil die Leute, um die es geht, die das Geld verdienen, das ist ja nicht Trump, das sind die US-Konzerne. Wir dürfen nicht vergessen, die ganzen USA sind nichts weiter als ein Vehikel zur Unterstützung der US-Konzerne. USAID klingt so toll nach Hilfe. Er hilft auch, aber du kannst das nachlesen, was die Aufgabe der Behörde ist. Die Aufgabe der Behörde von USAID ist es nicht, Demokratie zu verbreiten, sondern Märkte für US-Konzerne zu öffnen, sei es Absatzmärkte oder sei es Rohstoffe bekommen. Die Abkürzung So. Aid heißt ja auch nicht Hilfe, sondern was war AID? Das steht für was anderes. Ja, aber die Abkürzung ist ja Hilfe. Aber weiß nicht, müsste ich jetzt nachdenken, was die. Warte mal, komm, ich gucke mal schnell Aber die es ist Übersetzung. versteckt. Alle denken immer, wenn sie die Kisten sehen mit USAID, also die Hilfe von den Amerikanern. Aber es geht um A ist für Amerika, D ist Development, American International Development oder irgendwas. Genau, ja, genau, ich habe es auch gerade nachgeguckt. Ja. United States Agency for International Development. Exakt, So, ja. also das heißt, es geht wirklich, und da kannst du reingucken, was die Aufgabe ist. Ist ja ganz offiziell. Nicht Demokratie oder Entwicklungshilfe. Entwickeln der amerikanischen Wirtschaft im Ausland. Darum geht's. So, und das ist der Sinn der USA als Staat. Die CIA hat doch seit dem Krieg nichts anderes, seit dem Zweiten Weltkrieg nichts anderes gemacht, als Leute wegzuputschen, die US-Wirtschaft gestört haben. Ja, was Guatemala, Chiquita-Bananen, wie Landreform, nix ist. Amerikanische Nicaragua, Bananenkonzerne. Panama, Chile, El Iran. Salvador, Iran, So. Irak, Libyen, Ja, also Syrien, es geht Afghanistan. immer um die amerikanische Wirtschaft. Und von daher, dass Trump da etwas ändern wird, glaube ich nicht. Nicht mal mit Personalwechsel von 60.000. Ja gut, du hast immer noch die Macht der Thinktanks. Ich glaube, die hat er noch gar nicht verstanden. Weil du kannst die 60.000 austauschen, dann gehen die trotzdem wieder zu Rand und sagen, gib mal einen Tipp. Und dann sagt er, jo, ich habe da eine Idee. Also, das wird schwierig. Vor allem wird es unglaublich spannend, merke ich gerade, ja.
Meine Ich muss den Gedanken von vorhin gerade noch ein bisschen prozessieren, weil das hat mich gerade ein bisschen aus der Bahn geworfen. Ich bin mir sicher, dem einen oder anderen Lkw-Fahrer, der uns gerade zuhört, der fährt jetzt auch mal rechts ran und muss erst mal nachdenken, was du gesagt hast, dass es da keine Verhandlungslösung geben kann, Nein. weil die Amerikaner eigentlich, wenn sie das Ding jetzt aufgeben, da ist Schicht im Schacht, dann ist vorbei. Ja, also das Project Entschuldige, ganz Ukraine. Afrika, Lateinamerika, die verlieren alle die Angst vor den Amerikanern dann. Ja, Die das ist verlieren die doch schon Angst. weg. Das ist doch jetzt schon am Ja, aber Sinken das ist noch, komplett. noch ist es ja in der Spiel. Vielleicht, wenn Russland morgen einknickt, dann kommt es auch wieder zurück. Aber wenn die Amerikaner offen zugeben, April, April, das war's, dann ist es vorbei. Da findet die ganze Welt die Angst vom Westen und der Westen regiert mit Angst. Bist du nicht gehorsam, gibt es Sanktionen, wenn das nicht reinkommt, Flugzeugträger. Und bist du nicht willig, dann mache ich es dir im Wald. Oder wie war das? Ich glaube, so ähnlich, ja. Oh ja, Also von das. daher, ich sehe es immer wieder. Ich habe auch, darum ist es, gewöhnt euch daran, diesen Konflikt zu sehen aus zwei, also aus zwei Blickwinkeln. Erstens, es ist der Dritte Weltkrieg und zweitens, immer aus den Interessen der USA, ja, der USA. Wenn du diese beiden Blickwinkel hast, dann verstehst du den Konflikt. Dann verstehst du, warum irgendwelche europäischen Politiker so einen Quatsch erzählen. Es geht nicht um europäische Interessen. Es geht nicht um Friedensverhandlungen und um Frieden. Es geht um Machtpolitik. Russland stört, Russland muss weg. Vor allem Weil müssen die. China weg muss. Aber zuerst musst du Russland weghaben, das ist der schwächere Part. China ist wirtschaftlich stärker. Wenn du Russland weg hast und dann diese kleinen, gemütlichen Staaten, die sie aus Russland schaffen wollen, da gibt es ja Landkarten von. Ja? Und wenn die dann anfangen, ihr Öl nicht mehr und Gas nicht mehr an China zu liefern, ist die chinesische Wirtschaft im Arsch. Herzlichen Glückwunsch, dann geht es gegen China. Also nehmen wir die erste Kriegspartei, die Ukraine. Da ist es ja noch am einfachsten. Ja, sie verteidigt ihre Souveränität. Stimmt. Was ist ihre Souveränität? Die Souveränität eines Landes, das dreiviertel Jahrhundert mit Russland verbunden war, wo die Bevölkerungen sich durchmischt haben, wo die Wirtschaft als Teil der Arbeitsteilung der Sowjetunion eingerichtet war. Ein solcher Staat kann eine selbstständige, ohne Rücksicht auf den Nachbarn sich behauptende Souveränität nur als antirussisches Programm haben. Nach innen als Säuberung des Landes von allem Russischen, und da ist ganz schön viel zum Säubern, und nach außen als Selbstbehauptung einer Nation, die eben das, was, jetzt muss man mal wirklich sagen, im Grunde alle kleineren Nationen gegenüber ihren Nachbarn zeigen, nämlich man muss sich dem anbequemen, wie man mit dem großen Nachbarn auskommt, die sich dem entzieht und widersetzt und sich dafür zum Frontstaat einer Feindschaft macht, die in eben einem ukrainischen Selbstbehauptungswillen überhaupt nicht aufgeht. Das ist der ukrainische Kriegszweck. Der russische Kriegszweck, ja, da haben wir ja vorhin schon gehört, ist die Verteidigung. Auch Verteidigung. Was verteidigen die Russen? Na, die verteidigen nicht einfach Landesgrenzen. Die Russen verteidigen den Status als autonome, zum Weltkrieg fähige Atommacht, die auf Augenhöhe mit den USA über die Gewaltfragen des Globus entscheidet. Diesen Status verteidigen sie. Den sehen sie bedroht. Davon, dass die Ukraine in die NATO aufgenommen wird, dass NATO-Waffen bis an die Grenzen, eben auch im Süden Russlands an die Grenzen rangerückt werden. Dann gibt es immer das Argument, atomare Bedrohungen, die in Minuten Moskau zerstören können, dass Vorwarnzeiten kaputt gehen. Was ist es in der Sache? Es ist in der Sache die Sorge Russlands, dass seine atomare Zweitschlagsfähigkeit, also tatsächlich die Fähigkeit, den Atomkrieg auch androhen zu können, beziehungsweise umgekehrt einer atomaren Kriegsdrohung eine entsprechende Gegendrohung entgegensetzen zu können, dass diese Fähigkeit untergraben wird, vielleicht auch schwindet. So, das ist es, was sie verteidigen. Das hat nichts mit Sympathie für den Zweck zu tun oder mit einer Entschuldigung oder irgend sowas, sondern diese Verteidigung, ja, was verteidigen sie?
Sie verteidigen die Fähigkeit, die Welt gerade so terrorisieren zu können, wie die Amis es können. Aber diese Fähigkeit betrachten sie als ihr gutes Recht. Sie beanspruchen, wie die Amerikaner, in den Gewaltaffären des Globus mitzureden. Entscheidungen über Existenzrecht und Nicht-Existenzrecht anderer Staaten, wie die Amerikaner und die NATO, auch mitzufällen, und sie wollen sich davon nicht ausmischen lassen. Das ist ihr Zweck. Komme ich zur EU und zur NATO, dann kann ich sagen, die verteidigen gleich was Größeres. Und das sagen sie auch. Sie sagen, Russlands Krieg ist ein Angriff auf die europäische Friedensordnung. Was verteidigen die? Die verteidigen nicht ein Land, nicht eine Region oder irgendwas, die verteidigen eine Ordnung. Ein Prinzip, wie Staaten miteinander zu verfahren haben. Merkt man übrigens, wenn das Wort Imperialismus wohin passt, dann viel mehr auf die Seite des Westens, weil dort eben eine ganze Staatenordnung, eine ganze Gewaltordnung in Europa und darüber hinaus Gegenstand der Sorge und der Verteidigung ist. Diese Friedensordnung, und es ist ganz nett, dass das Wort Friedensordnung von denen so gesagt wird, denn es trifft ja was. Es ist eine Ordnung, in der die kapitalistischen Staaten untereinander seit 70 Jahren keinen Krieg führen. Auf welcher Basis? Auf der Basis, dass durch die Übermacht der USA, die im letzten Weltkrieg erobert haben, und der Eingliederung der alten Feinde und der alten Verbündeten in diese amerikanische Gewaltordnung, dass auf der Basis die Amerikaner über den Rest der Staatenwelt ein Gewaltverzichtsgebot verhängen. Staaten dürfen keinen Krieg führen, außer diejenigen, die die Aufpasser auf die Ordnung sind. Und die führen Kriege, nach eigener Erklärung, nur zu dem Zweck, um den Respekt vor dieser Ordnung aufrechtzuerhalten, und welche, die ausbüchsen, also sich rausnehmen, autonom Kriege zu führen, zu bestrafen und quasi denen zu beweisen, dass Zuwiderhandeln gegen das Gewaltmonopol des Westens Selbstmord ist. Diese Gewaltordnung ist es, die der Westen bedroht sieht, und man muss sagen, zu Recht bedroht sieht, von einer Macht, die durch ihre Bewaffnung, eben die Atomkriegsfähigkeit, und zwar die ultimative Atomkriegsfähigkeit, nicht wie Indien oder Pakistan, die halt so einige Atombomben haben, die sie aufeinander werfen können. Eine Macht, die diese ultimative Atomkriegsfähigkeit hat, die bestreitet die Geltung, die unbedingte Geltung des Gewaltverbots und damit auch die unbedingte Unterordnung aller Staaten unter dieses Regime, indem sie mit ihrer Macht den Outlaws der westlichen Weltordnung, also sagen wir mal Syrien und Libyen waren solche Fälle, den Outlaws der westlichen Weltordnung mal Schutz, mal Waffenhilfe, mal eine Existenzgarantie bietet. Weichlichkeit der Unterordnung unter dieses Regime untergräbt. Es ist also objektiv, und zwar noch jenseits dessen, was die Russen aus ihrer Macht machen. Allein der Umstand, dass sie das können, ist eine Herausforderung an die westliche Welt, die nicht erst seit dem Ukraine-Krieg vom Westen als unerträglich aufgefasst und bekämpft wird, aber die jetzt im Ukraine-Krieg eklatiert in dem Sinn, dass der Ukraine-Krieg ja beweist, dass die Abschreckung, das Abschreckungsregime des Westens, dass das an dieser Stelle jedenfalls nicht funktioniert hat. Also muss es durchgekämpft werden.